Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir Edelsteine abgebaut und verarbeitet. Und heute wollen wir schauen, was machen wir denn mit den Edelsteinen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass unsere Produktion von diesen hier etwas langsam war, weil wir hier zu wenig von dem Silikonkarbid hatten. Darum habe ich das hier ein bisschen umgebaut, dass wir da mehr rausbekommen. Nicht, dass das wirklich dann die großen Mengen sind, aber jedes kleine bisschen hilft. Und das erste, was wir heute machen, ist, wir bauen hier einen weiteren Bahnhof hin. Und das wird dann unsere unser Bahnhof sein für die Anlieferung der Edelsteine. So. Und dann brauchen wir hier oben noch ein Signal. Und den nennen wir genau. Und da machen wir auch wieder all die schönen Icons hin. Und den hier. Und dann passive Anbieterkiste. Sechs Stück. Dann brauche ich da noch zwei mehr Filterarme. Denn wir wollen hier in den Kisten nur eine Art von den Steinen haben, so dass wir sicherstellen können, dass wir immer Steine hier haben. Und nicht, weil eine Kiste voll ist, die Steine nicht ausgeladen werden können. Und damit können wir dann schon mal diesen Zug hier einplanen. Er wird hierhin volles Frachtinventar, leeres Frachtinventar. Aber hier brauchen wir auch wieder eine Inaktivität. Da machen wir vielleicht 20 Sekunden. Und hier brauchen wir weniger lang, denn hier sind wir einfach am Ausladen. Und das Problem bei der Beladung hier ist, wir bekommen nicht allzu viele Steine im Durchsatz durch, aber wir wollen auch verhindern, dass der Zug hier ewig stehen bleibt, wenn wir von einem Steinsortiment nicht genügend rausbekommen. Und ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich von den roten, das sind wahrscheinlich Rubine, yep, dass wir da mehr davon benötigen. Und was, wofür brauchen wir die denn eigentlich? Habe ich letztes Mal angetönt, wir wollen da ein bisschen
in Richtung eine bessere Rüstung mit besseren Dingen da rangehen. Ich denke, da fangen wir einfach mal hier oben an. Was wir brauchen werden, ist sowas. Und die Rüstung selbst, die baue ich mir von Hand. Da brauche ich einfach 20 Elektromotoren. Die sollten geliefert werden können. Und dann brauchen wir die hier. Die hier. Die hier. Und die hier. Und die können wir noch nicht bauen, weil wir noch keine Silber-Zink-Batterien haben. Die Silber-Zink-Batterien. Dafür brauchen wir Silberoxid. Silberoxid. Dafür brauchen wir Silbernitrat. Und dafür brauchen wir Schwefeldioxid. Nicht Schwefeldioxid. Stickstoffdioxid. Das heißt, das versuchen wir dann hier mal zu machen. Das scheint ein etwas komplexerer Vorgang zu sein. Vielleicht schieben wir das erstmal auf. Aber kann ich inzwischen? Ja, ich kann mir die Rüstung bauen. Dann mache ich das mal rasch. Und dann machen wir hier weiter mit den Exoskeletten. Und dann die Roboports. Nicht, dass wir die in großen Mengen brauchen, aber ich habe einfach keine Lust, die von Hand zu bauen. Und dann die hier. Sehr gut. Und alles, was mir dann effektiv noch fehlt, ist Laserverteidigung. Und da brauchen wir dann eben die
verschiedenen Edelsteine dazu. Wunderbar. Das heißt, jetzt ein bisschen abwarten, bis wir da die Materialien am Start haben. Ja, hier, da fehlt uns effektiv dann auch das Silbernitrit. Und vielleicht ist es effektiv an der Zeit, das, das zu produzieren, weil wir da etwas Wasser brauchen. Denke ich, machen wir das hier unten in diesem Eck. Ich hoffe, das brauchen wir nicht in großen Mengen, so dass dieses kleine Setup hier unten genügt. Aber hier haben wir schon mal das Ammonium. Und dann können wir hier draus das Schwefelmonoxid machen. Schwefel, was habe ich heute mit Schwefel? Stickstoffmonoxid. Und daraus können wir dann das Stickstoffdioxid machen. Ich bin mir da nicht sicher, wie gut das funktioniert. Ah, ja. Habe ich mir gedacht. Möglicherweise ist das ein geschlossener Kreislauf und wir bekommen hier so viel Wasser raus, wie wir da vorne benötigen. Wir werden das mal etwas beobachten und falls dir nicht so ist, können wir hier hinten immer noch eine Destillerie einfügen, die fehlendes Wasser hinzufügt. Gut, aber wo wollten wir denn hin? Genau, das Silbernitrat, das war der nächste Schritt. Silbernitrat. Das heißt, hier brauchen wir sowas. Da ist unser Ausgang. Und das legen wir in eine Kiste. Und dann, wo haben wir Silber? Ist das Silber? Das ist Silber. Untergrundbänder.
Ausgang. Daraus können wir dann hier den Ausgang machen, das hier so rüberlegen. Sodiumhydroxid ranpacken. Was wir hier oben haben. Ausgang. Und in eine Kiste rein. Und damit sollten wir dann in der Lage sein, die Batterien herzustellen. Und das machen wir wieder da oben in unserer Einkaufsstraße. Denn die Batterien, die werden wir da dann auch benötigen. Drum machen wir das am besten da, wo wir dann auch die weiteren Verarbeitungsschritte haben. Dann setzen wir hier ein Setup mit dem hier. Da bekommen wir alles raus. Wunderbar. Das heißt, dann können wir nämlich auch diese hier produzieren. Und die hier. Und damit, denke ich, habe ich alles, was ich für meine neue Rüstung brauche, die ich hier habe. Und was ich hier nicht mehr brauche, ist das. Ist das, ist das, ist das. Das brauche ich auch nicht mehr. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, das Gerät ist nicht besonders groß. Aber wir werden hier wahrscheinlich ein Setup haben, das entweder optimiert ist für Laufgeschwindigkeit oder für den Kampf. Und da fehlt es uns an Leichtbauteilen.
stellen wir die her. Ah. Wegen Aluminium. Ja, das werden wir irgendwann dann auch noch uns anschauen müssen. Denn sobald wir da Richtung Raketen gehen, werden wir einiges mehr von den Leichtbauteilen benötigen. Aber ich warte hier erstmal, bis ich alles nötige Zeug habe, damit ich hier eine ordentliche Rüstung zusammenbekomme. Die Rüstung sieht so aus und wie wir sehen, da ist nicht viel Platz für Laserverteidigung. Ich kann auch nur ein Exoskeleton darin unterbringen. Drum denke ich, bevor wir hier wirklich was reißen können, werden wir da eine bessere Rüstung brauchen. Ich reihe die doch gleich mal ein hier zwischen die Module und dann können wir hoffentlich, wenn wir die Rüstung bauen können, wofür wir ein paar Module brauchen, dann eine bessere Situation haben, wo wir mehr in die Rüstung reinpacken können. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch nächstes Mal wieder. Also bis dann und tschüss!